Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria. Ich habe mir gerade einen Schweinekartoffel gegönnt, ja. Anstatt Schweinefleisch mit Kartoffeln, einfach nur so ein Schwein auf dem Teller mit Kartoffeln rum, ja. In der letzten Folge haben wir die Elaine-Ruinen. Ich nehme an, hoffentlich abgeschlossen. Wir konnten noch mehr. Soll ich noch länger sein? So, ich konnte zwischen der Aufnahme speichern. Hab mich geeilt. Also, fühle ich mich ja. Ich mich jetzt 1000-mal sicherer und ja. What in the Dingens war das? Für eine Karte. Was bist du für ein Ding? Wechselbalk. Ich bin schon wieder Level 97. Oh ne, ihr könnt zaubern. Oh ne. So, ich sag schon wieder an. Nur mit Magie durchbohrt, aber das Tarot hat ja eine Unmengen Verteidigung, was. Überhaupt nicht so viel Angriff. Aber ja, müssen wir ihn auch mal im Team haben. Wahrscheinlich kommt nicht Theo auch irgendwann. Außer er kommt nicht. Aber gut, Edna. Glaube ich. Nichts abgezogen, sehr gut. Gegen Erde. Nicht so anfällig, glaube ich. Gut zu wissen. Weil wir kommen gar keine Dialoge jetzt hier, wenn ich neue Monster begegne. Weil das Viecher, glaube ich, eindeutig neu ist. Boah, eigentlich von denen haben wir gar keine Idee. Verloren. Hier schon wieder meine ganzen SK hier wegnehmen. Ich will das DLC heute gerne abschließen, damit ich wieder aufzugehen. Ein bisschen auf. Training so funktionieren kann. Oder was auch immer ich nochmal vorhatte. Oh, komm. Oh, meine Eskale. Was ist das? So, man merkt, Edna ist jetzt bei mir. Scheint, wenn der nächste Bosskampf oder so kommt, schon wieder die Gruppe geändert. I do not approve of this bullshit. Das alles für 85 Erfahrungspunkte. Stimmt, die sind ja nur Level 97 gewesen. Ja, super, boah, ich habe ich noch nicht bekämpft, komm her. Mika-Schlange. Die sind Level 110. Ja, also, Mikleo. Alter! Alter! Alter, was macht mir die ganze Zeit so viel Schaden? Ich bin schon beinahe wieder voll geheilt, ne? Und dann kommt so ein Blödviech und haut mich kaputt. Alter, ich bin schon wieder gleich tot. Was zum Teufel? Alter, was ist das? Will mal einer sagen, was hier schon wieder passiert ist? Ja, soll ich das Zeug jetzt? Alter, was war das? Warum haben die mich so schnell kaputt gehauen? Bams. Junge. Was zum Teufel? Also überhaupt nicht stark, die wieder auch Level 110. Am besten One-Hitten, ne? Mal sehen, wir programmieren die Gegner so, dass die Level 110 sind. So dass, wenn jemand, der auf dem gleichen Level ist, mit einem Schlag kaputt ist. Das macht Sinn, oder? Eine Lüge, ey. Das dürfte eigentlich nicht passieren. Aber ganz ehrlich. Ich werde Probleme bekommen, wenn die Gegner stärker werden als ich. Was soll ich dann machen, wenn die Gegner irgendwie Level 120 werden oder so? Da später ist er, glaube ich, genau das Ding, was du gerade hast, ne? Ja. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung, Zabet.
Stöße werde ich aber nicht im Hauptspiel gebrauchen können, ne? Wo ist auch, glaube ich, nicht gedacht. Euch tue ich mir nicht nochmal an. Wenn es ja nur ein paar Erfahrungspunkte gibt. Aber voll beschissen, Zeit zu besiegen. Und du bist schon wieder Viech, das ich noch nicht bekämpft habe. Komm her. Ork Gorilla. 123! Natürlich! Hab ich gerade gesagt. Logischerweise machen wir mir weniger Schaden, oder? Also wir machen die mir weniger Schaden als die blöden Viecher. Verstehe nicht. Oh, raus. Ich mache den so gut wie gar keinen Schaden. Schadensoutfit ist sowieso irgendwie so ein Problem in dem Spiel, habe ich das Gefühl. Oh, nächste Art. Sehr gut. Wow. Oh mein Gott. 192.000 Attacken gezogen. Ein Tagsflügel. Kenne ich nicht, oder? Ah, danke, 189. Wow. Doch, habe ich schon. Schon bessere. Weg mit dem Kack. Na, kurz mal wieder ab. Sehr gut, ne? Weil das nicht so einen großen Unterschied macht. Wollte schon sagen, ich habe meine Kiste ja vergessen. Lebensgewand, yay, das ist nicht so gut. Aber geht ihr weg, obwohl ich brauche Level ab. Egal. Irgendwie ist die Musik hier viel zu halb, habe ich das Gefühl. Oh Gott! Ja, ich habe natürlich über geile Orientierung, dass ich damit voll klar komme. Und in diesen Sackgassen ist niemand. Und was in dieser Sackgasse ist? Nix, gut. Oh, also unfair, ich bin einfach nur da, um mich zu verwirren. Das funktioniert auch noch. Boah, ihr geht bloß weg. Ich weiß nicht, warum ihr so viel Schaden macht, aber ich will euch nicht. Also ich werde überhaupt nicht hier durcheinander kommen. Okay. Boss. Nein, Truhen. 5 Truhen. Nur mal für geile Sachen ihr habt. Wenn man Team pendelt, weil. Violette Kristallkugel. Warum? Ich hab das doch schon. Ja, nicht so gut. Ich glaube, steigender Schleimer habe ich schon. Und der besser ist. Ja. Ansonsten nichts, nur Glückensfeste, Adamantinschirm. Ist ja sogar. Er hat Angriffskraft. Brauche ich eher. Da, wenn ihr alle zu so Sackgassen führt, wäre perfekt. Dann geht meine Orientierung nicht komplett flöten. Schatzkammer Ost, auch perfekt. Das ist ein Balk. So ein Balk. So ein Bube. Hallo, ihr Buben. Okay. Okay. Menge Sackgassen mit nichts. Oh mein Gott. Geht weg. Oh Mann. Geht weg.
Ich muss das öffnen. Kann ich noch eine Tür damit öffnen? Nee, ne? Eine Kristallkugel. Nee. Oh, nicht schon wieder so viel. Wahrscheinlich habe ich irgendwelche Entdeckungen oder irgendwie jemand noch verpasst. Nein, geht weg! Schleier, Schleier, geht weg! Band des Kosmos. Oh mein Gott. Ja, irgendwann fuck euch mit Teufel, ne? Verwandlungsfähigkeit. Wie war's denn hier mit? Nee, okay, gut, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, Verwandlungsfähigkeit. Bringt's vielleicht. Geht weg. Oh mein Gott. Das macht's wie ein Hase. Zickzack, im Zickzack, im Zickzack, im Zickzack. Einfach hier runter. Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme, aber egal. Oh, wow. Warum? Wir haben den ganzen Weg gemacht, der hier hinführt. Für nix. Aber wir sind ein bisschen faul gewesen, mit irgendwie das Ziel hier rauszubringen. Da sind jetzt nicht zu Sachen, die ich ein DLC nennen würde. Das hätten sie auch irgendwie im Hauptspiel einmal können. Obwohl ist eigentlich jedes DLC, ne? Von dich. Jedes DLC auf dieser Welt ist irgendwie nur Sachen, die im letzten Moment rausgeschnitten worden sind, bevor sie rausgebracht werden. Das ist, glaube ich, sogar wahr, oder? Ich weiß es nicht. Hör ich nur mal. Hat jemand natürlich niemand mal zu unterstellen. Ich hab's. Das mir sowieso geholt, also nicht geholt. Ich hab den Collector's Edition geholt und da war DLC dabei. Aber ich habe praktisch dafür auch Geld ausgegeben, also. Ich kauf's ja. Ich würde es mir auch gekauft, wenn ich irgendwie, wenn es nicht dabei gewesen wäre. Also. Ich würde mir alle DLCs von den Tales of spielen, außer die ganzen Sachen eher. In irgendwie 50 Level oder irgendwie sowas geben. Aber nur so ein Gegenstand, der einem ein paar Level gibt oder so. Einziger, wo ich das habe in irgendeinem Tales of Spiel, ist Tales of Quest F, aber das war Noah. Weil ich mal irgendwie bei der offiziellen Seite von einem Bandai also mal teilgenommen habe. Und für ein paar Sterne, wenn man die Spiele registriert, gegen so ein paar Sets eintauschen konnte, zum Beispiel die ganzen Klamotten und so. Ja, da waren auch Dinge dabei, halt Level Bonusse. Was? So, okay. Ja, dann habe ich die natürlich auch benutzt, wenn ich die schon mal hatte. Die waren mehr oder weniger gratis dabei. Was ich jetzt ja abgesehen hatte, waren die Dingens, die Kostüme, die ich noch nicht hatte. Oh. Oh mein Gott, guckst du dir an, wie langsam das ist. Oh, ey. Ja, macht euch mal gemütlich hier. Au! Und hier sind diese Ok-Viecher hier. Man kann die solche Sachen machen. Muss halt unbedingt zu lange dauern, ehrlich. Der Edna muss jetzt voll geil werden. Da ist ein Fragezeichen, deswegen nehme ich mal an, da muss ich vielleicht sogar hin. Boah, du blöd! Warum machst du doch wieder ein? Wir hatten Dingen zwar ein Hinterhalt oder irgendwie sowas. Wir haben ja auch schon ein paar HP wieder dazu bekommen. Oh mein Gott, ich bin auf der anderen Seite. Was schon wieder richtig aussieht. Jetzt würde ich mal doch zeigen. So ein Fragezeichen, weil es sieht schon so aus.
glaube ich, hat das ganze linke Gebiet hier optional ist. Dann gehen wir mal da lang. Ohne Störungen. Was hier so eine Schatzkammer ist. Sau gut. Perfekt. Glaube ich. Sagen wir jetzt ja gar nichts ist, ne? Melonengummi, da ich brauche mir gar keine kaufen. Steht so welche davon. 10.000 Gold, ja, und Gold so brauche ich auch nicht, weil ich Gold überall finde. Allgemein, wenn ich so einen Titan immer bekämpfe, hier so ein XP-Gigant, ich wollte sowieso wieder irgendwie was mit 20.000 oder so, was ich wahrscheinlich auch Speed machen werde. Also Geld ist gar kein Problem. Ich hoffe, es lohnt sich nur auch hier die ganzen Dingens hier hochzuleveln, die ganzen Leben, ja, die Ränge davon. Aber lohnt sich in irgendeiner Weise. Selbst durch F konntest du ja auch die Leben hochleveln. Da ist irgendwann. Kannst du irgendwann bessere Sachen kaufen. Kannst du zwar hier auch, aber hey, du kannst irgendwie so Karten und sowas alles kaufen, was du hier sammeln kannst und so. Hier scheint aber nicht der Fall zu sein. So, hier Levelruine, Untergeschoss 5, was? Achso. Geh er weg. Irgendwie passiert gar nichts in den letzten drei Folgen mit dieser hier. Ich habe das Gefühl, es ist nichts Besonderes irgendwie passiert, außer einem Bosskampf und Zavate zurückgekehrt. Boah, ich will keine Adamantium-Monturen haben. Verdammt, aber irgendwas anderes Geiles. Mir vielleicht ein oder zwei Level stärker aus. Oder war es auch schon? Ja, mich irgendwie an diese Schicksalshelden, ja, diese Belga. Disc Commander heißt er, glaube ich. Habe ich sogar die Karte. Ein irgendein Yu-Gi-Oh! Spiel dann mal dabei. Ja, irgendwie so Kreise haben, so. Ich lasse trotzdem Gesundheitsherstellung. Aber gut, einfach aus Reflex X gerückt laufen, was da irgendwas ist, aber da muss ich noch gar nicht hin. Nein, boah, stecke ich da eine Sekunde fest. Na, nicht feiern. Gut. Warum tun die überall solche blöden Sackgassen im Packen? Und nix ist. Immer sind hier irgendwie so kleine Orte hier, also so Minigänge, sag ich mal. Da ist auch schon wieder einer, da in der Richtung. Guck mal auf die Karte, da, der. Ist auch schon wieder nix. Und gar keines irgendwas. Da konnte ich noch nicht hin, ey. Mir sagt mir, dass kein Weg irgendwie dahin führt. Und so ein bisschen Übersicht hier gerade. Ja. Du triffst mich nicht. Du triffst mich nicht. Nein. Boah. Blöden Viecher. Oh. Meine Güte. Ey. Muss ja nicht so lang sein, ehrlich. Nur dass die Viecher schon 10, 20 Level stärker werden. Was zum Warum zieht er 1000 ab? Ah. Hey, was geht? Wieder eine Adamant. Können die mal aufhören, mir die ganze Zeit hier anzubieten? Ich will die nicht. Oh, Schatzkammer, bitte. Ich glaube nicht, ne? Doch, perfekt.
Normale Truhe, ja, super. Bestimmt was Geiles drin. Steiner Schleier kriege ich auch die ganze Zeit. Melonengummi, danke schön. Mondring, danke schön. Das hat hier ein volles Geschäft. Aber sind die Gegner hier voll auf meinem Level und ich komme mir so vor, als wäre ich hier schon nach der letzten Dungeon. Da könnte man meinen, ich würde hier irgendwelche geilen Sachen bekommen, aber nö. So, geh weg. Danke. Oh Mann. Es wird so verzwickt hier. Was ist das denn da hinten? Ja, das ist ein Fragezeichen. Nehme an, da ist schon wieder eine Schatzkammer. Mit richtig geilen Schätzen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Boah. Gegner, die einen einholen können. Egal, was man macht. Ich liebe es. Was? Aber irgendwas. So, was für unglaubliche Schätze haben wir hier drin. Wow, heute echt ein schlecht gelaunter Part, habe ich das Gefühl. Lamantin durch. Splitter. Alchemistenstab. Was? Den habe ich noch nicht. Ragnarök. Die habe ich, glaube ich. Komm schon, komm schon. Feuerangriffskraft. Geil. Cool. Was noch? Alchemistenstab. 68, 72. Wow. Obwohl, nee, doch nicht. Erdangriffskraft. Das ist aber gut, der Effekt. So, okay, da geht die Angriffskraft natürlich wieder runter, aber so ist. Na gut. Ja, hat sich ein bisschen gelohnt. Standhaftigkeit beim Wirken ist auf jeden Fall gut. Plus 1 ist sehr viel. Aber langsam möchte ich doch hier gerne rauskommen. Egal, was hier noch überall ist. Es kann nicht so gut sein, als dass es meine Zeit wert ist irgendwie. Überreicht mich nicht. Überreicht mich nicht. So, ist mir egal, ich gehe jetzt einfach hier weiter. Weil ich vorstelle, da irgendwas richtig Geiles ist, was verpassbar ist. Verloren die, hey, was? Bin immer noch kurz vom Level Up weg. Jetzt jeden Kampf aus dem Weg gegangen. War mir nicht gut. So, jetzt bitte noch mal einen Speicherpunkt, das wäre so schön. Okay, aber lass die Dungeon bitte hier zu Ende sein. Noch genug hiervon. Speicherpunkt? Nein. Warum auch? Ja, gut, wahrscheinlich ist nach dem Kampf direkt ein Speicherpunkt. Das sieht man doch schon hier. Hier, guck mal, das. Ja, guck mal da, da wird ein Speicherpunkt sein. Das ist auch so was Scheiße. Gut, dann beende ich den Part hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Terraria. Vielen Dank euch allen fürs Zuschauen und sagt tschüss, bis zur nächsten Folge.